Und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command gegen Wenzel. Und tatsächlich, wir sind nicht mehr im Zweiten Weltkrieg. Wenn alles geklappt hat, ist die andere Runde letzt zu Ende gegangen und wir starten ziemlich nahtlos mit dieser Runde. Wenn alles geklappt hat, vielleicht sind wir auch in der nächsten Woche. Kann man im Voraus nicht ganz sicher sagen. Wie auch immer, es ist als Rückrunde sozusagen konzipiert, deswegen hat er jetzt die Deutschen und wir haben dann dementsprechend die Entente. Und wir haben einfach mal das Spiel gewechselt. Also wir hatten halt über eine Rückrunde gesprochen und dann kam der Vorschlag auf, die halt im Ersten Weltkrieg zu machen. Und meinetwegen, aufgrund des Turniers bin ich ja recht drin im Spiel. So, was wir aber mit der Entente machen, ich habe ein paar Ideen gehabt, aber ich will erst mal sehen, was er angestellt hat, und dann würde ich einen kleinen Cut machen und dann in meiner Taktik kommen, weil das hängt dann noch mit der Entente sehr davon ab, was man macht, was die Deutschen am Anfang machen. Ob die jetzt in West oder Ost attackieren. Das sieht nach Ostangriff aus, so wie er die hinstellt. Die sichern da erstmal nur das Land. Kein Angriff auf Belgien, ne? Aller Wahrscheinlichkeit nach. Und insgesamt kein Angriff. Okay, ja gut, Luxemburg. Okay, die verschiedenen Mobilmachungen. Ja, ich meine, diese Start-Events heißt rum. Er geht also in den Ostkrieg. Na gut, das wollte ich erstmal wissen. Dann mache ich jetzt erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich weiter. Wieder. So, da bin ich wieder, hoffentlich jetzt mit sowas ähnlichem wie ein Plan. Also Russland wird sich natürlich stark verteidigen müssen, erstmal wenn die Deutschen primär da angreifen, und das versuchen, solange es geht, durchzuhalten wie möglich. Serbien ist auch so eine Sache, falls er hier auch deutsche Verstärkung schickt, kann das recht schnell fallen, falls nicht, hält es vielleicht eine Weile, das ist ja, kann man nicht viel zu sagen. Italien kommt eher erst später. Frankreich wird sich jetzt natürlich erstmal schön aufbauen können, wenn hier Ruhe an der Grenze ist und die Briten sind noch gar nicht im Krieg. Also, was ich mir überlegt hatte, können wir mal versuchen, mit den Briten das Osmanische Reich zu stürzen. Ja, das ein paar Momente sacken lassen. Ihr seht ja hier und da ein paar Möglichkeiten anzulanden. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe es noch nie gesehen, dass Konstantinopel gefallen wäre. Also warum nicht mal versuchen, das Ganze anzugehen? Wird natürlich hier oben ziemlich viel Hügelland, wo man kaum durchkommt. Vielleicht müssen wir da mehr mit Landungen arbeiten. Das müsste man alles mal sehen. Die Briten sind eh noch nicht im Krieg. Deswegen ist das erstmal sekundär. Und ich hatte überlegt, sollen wir versuchen, die USA in den Krieg zu bringen? Also wenn wir 1915 irgendwann dann mal Punkte über haben, sollen wir dann nicht mal da rein investieren und sehen, ob wir sie irgendwie zu einem vernünftigen Zeitpunkt kriegen? Also auf jeden Fall versuchen möchte ich diese Briten gegen Osmanen-Sache. Vielleicht die USA. Kommt darauf an, wie sich die Punktzahlen entwickeln. Und auf jeden Fall müssen wir uns hier jetzt erstmal mit dem Russen verteidigen. Das heißt, die meisten Leute verschanzen sich hier erstmal. So, du gehst da mal raus, denn also ja, es ist immer noch irgendwas mit meiner Stimme. Es ist noch nicht ganz perfekt. Ich glaube, besser als vor ein paar Tagen. Diese Festung soll vernünftig besetzt werden. Das hieße, irgendwer kommt nach hinten. Du vielleicht.
Also sie werden ja wahrscheinlich nächste Runde in Grotno einfallen. Wir haben keine Punkte. Und wir könnten die hier nur durchtauschen mit einem Gewaltmarsch. Und dann wäre die nächste Einheit auch ziemlich schwach. Also da können wir gerade wenig tun. Ihr verschanzt euch hier. Ihr fahrt ja gerade den deutschen Hauptschlag hier aus Ostpreußen. Müssen wir uns hier irgendwie vielleicht entlang der Flüsse verteidigen. Also ja, du könntest dann noch hierhin aufrücken. Müssen wir mal sehen. Vielleicht kommen sie dann ja doch von ganz woanders. Wer weiß. Aber ihr bleibt jetzt alle erstmal schön hier in euren Festungen. Na gut, hier bei den Österreichern kann man noch überlegen, leicht vorzuziehen. Obwohl, wenn wir jetzt dahin gehen und uns einer an uns vorbeiläuft, ach komm. Wir gehen auf Nummer sicher. Du gehst daran und du besetzt diese Festung. So, dass wir diesen Teil, wo vor allem die Deutschen sind, erstmal halten, so gut das geht. Ja, hier bei den Österreichern kann man natürlich versuchen anzugreifen. Gerade diese galizischen Ölfelder hätte ich schon ganz gerne. Einfach der Punkte halber, die sie bringen, aber wir dürfen eigentlich nicht zu viel verheizen jetzt, weil wir brauchen viele Punkte noch im Abwehrkampf gegen die Deutschen. Aber die Ölfelder werden ja wohl drin sein. 2-1. 1-1. Okay, Glück gehabt, der zieht ab. Ja, wir hatten jetzt ein bisschen Glück, dass der Reiter sich hier zurückgezogen hat und ich würde sagen, unsere verschanzt sich jetzt einfach. So, und auch hier mal ein bisschen vorsichtig vorwärts. Okay, der Ort ist besetzt. Dann, oder gut. Stimmen wir ab. Also ich würde mit den Russen hier jetzt halt nicht zu stark vorrücken, so ein bisschen hier und da. Ja, vielleicht den Ort auf Dauer abschneiden. Aber vor allem brauchen wir zusätzliche Truppen gegen die Deutschen und wir dürfen hier halt auch nicht so viele Punkte verpulvern. Also wir haben jetzt irgendwie zwei Akkus und da oben ja, keins zurecht. Na gut, da oben, aber hier im Zwischenbereich. Du gehst auch mal ein bisschen dahin. Dann hier in Serbien. Wenn ich jetzt diese Armee einwechseln. Ja, und der Rest verschanzt sich hier, sofern noch nicht geschehen. Oder kommt noch ein Stückchen heran. Und hier stehen wir halt hinter dem Fluss, da nicht mehr. Verschanzen wir uns hier, der General kommt ran. Und du kommst nach Norden. So, ja, du verschanzt dich hier erstmal. So, haben wir die österreichischen Schiffe hier, aber wir haben ja gerade nur die französischen Schiffe und das sind nicht gerade viele, möchte man meinen. Ja, sammeln uns mal ein bisschen, aber im Moment wird da glaube ich nur wenig anrichten und die meisten Schiffe sind eh noch schwer beschädigt. So, dann an der Westfront natürlich verschanzen, wer noch nicht hat. So, und nachrücken. Das sollte erstmal halten. Ja, die Briten sind noch nicht dabei.
Müssen wir auch die Schiffe jetzt noch nicht platzieren und so, und das passt schon. Und natürlich dieses. Ach, wir dürfen noch nicht mal da durch. Na gut, mach dich bereit. Oh, der steht da. Noch ein paar Franzosen, aber die machen sich hier drüben bereit, falls die Deutschen mal irgendwie zu sehen sind. Die Schiffe von denen. Ja, Briten können noch nichts dann. Dann haben wir noch zwei neue Korps. So, und quasi keine Punkte, außer bei den USA. Aber die sollen erstmal Industrie machen, also sind wir noch nicht ganz fertig. Sehe ich gerade, die Russen können hier natürlich noch die deutsche Linie ein bisschen überfallen. Ah. Außer die haben da dummerweise Seemin platziert. Ach Mann. Mann, klar, gute Idee von ihm. Ärgert mich natürlich jetzt ein bisschen, dass er wirklich an sowas denkt. Gut, lassen wir das erstmal. Hier steht, glaube ich, alle vernünftig für den Moment. Der kann noch mal ein bisschen höher kommen. Und dann würde ich jetzt sagen, auf in den nächsten Zug. So, angesichts der Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit dem Osmanischen Reich müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit wir den Zugang zu unseren Ölfeldern von Abadan bei Basra nicht verlieren. Wir können einen Teil der indischen Armee dahin verlegen und ja, das machen wir auch. Kostet ein bisschen was. Um die Größe unserer Seestreitkräfte zu erhöhen und unsere Überlegenheit gegenüber Deutschland zu sichern, wird empfohlen, die derzeit im Vereinigten Königreich gebauten osmanischen Schiffe zu beschlagnahmen oder die Royal Navy aufzunehmen. Hm. Ah ja, sind die Osmanen 10 bis 15% mehr bei den Mittelmächten? Oder sie kommen halt erst deutlich später in den Konflikt rein. Aber halt die zwei Punkte russische Moral. Er greift sowieso im Osten primär an. Nee, das können wir uns nicht leisten. Wir brauchen jeden Moralpunkt auf Dauer. Also kapern wir das Schiff und behalten es selbst. Ah, kriegt doch noch einen Akku, okay. Jo, dann auch noch. Naja, es ist der Anfang noch nicht ganz so tolle Punktzahlen. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch bei Wenzel mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.